Hallo, hier bin ich wieder. Das ist der 21. September und ich gebe noch mal ein Update auch zu den Hühnern, denn wir waren heute da. Wir haben gedacht, wir könnten heute zurück und haben alles eingepackt. Ich habe ja sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe einen Fiat Panda, der ist bis oben hin beladen. Auch meinen Drucker, ich habe einen A3-Drucker und so weiter, alles Mögliche, weil wir ja dachten, dass, also ich habe ja schon angefangen zu packen, bevor der Vulkan losging, und es hieß ja die ganze Zeit, über uns geht er los. Deswegen dachte ich, ich packe so viel wie ich kann, denn sehr wahrscheinlich steht das Haus nicht mehr. Und er ist ja dann weiter nördlich losgegangen. Er ist sehr, sehr, sehr schlimm. Also sehr schlimm. Also die Lava läuft schon durch, ja, also Häuser und, aber das kann man ja alles in den Videos sehen. Also es ist sehr traurig. Wir haben uns gedacht, wir fahren wieder zurück. Wir können von, also nördlich können wir Las Manchas nicht mehr anfahren. Wir müssen also rüber über den Osten, in den Süden, um Las Manchas südlich anzufahren. Wir hatten ja am Anfang auch die ganze Insel unten umrundet. Heute habe ich mir gesagt, der Tunnel ist nicht gesperrt. Ich fahre durch. Also sind wir durchgefahren durch den Tunnel und trotzdem sind das 2 Stunden, also bis man dann da ist. Und hinter Fuencaliente hatten wir dann die erste Absperrung. Haben wir schon gedacht. Und dann sind wir einfach, seitlich war offen, sind wir einfach durchgefahren. Und dann kam die zweite Absperrung, auch ohne Menschen, auch einfach durchgefahren. Dann kam die dritte Absperrung mit Menschen. Und da wurden wir dann gefragt, wo wir hinwollen, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, wir haben Tiere zu versorgen, wir haben Tiere, wir müssen zu unserem Haus. Und das war dann auch kein Problem, weil das anscheinend öfters vorkommt. Also da waren wir bestimmt jetzt nicht die Einzigen. Und wir durften dann rein, Name, Telefonnummer, halbe Stunde, dann seid ihr draußen wieder. Gut, haben wir gemacht. Reingefahren, haben schon, je näher wir kamen, umso dicker wurde die Ascheschicht, durch die wir fahren mussten. Da hatten wir schon, waren wir schon etwas gespannt, wie das bei uns aussieht. Und als wir zu uns kamen, also Hühnern geht's gut. Als wir zu uns kamen, war alles schwarz. Also unsere Plattenwege, alles schwarz. Die Hühner hatten sogar noch Wasser und Futter. Also das Wasser, was wir ihnen so rausgestellt hatten in offenen Behältern, also in so Blumenuntersetzern, in großen, überall, das war voll Asche. Aber wir haben im Stall so einen geschlossenen Behälter, wo immer Wasser rausläuft. Da hatten sie noch genug Wasser und Futter hatten sie sogar noch übrig. Alles aufgefüllt, Wasser auch nochmal wieder überall hin, obwohl es wieder voll werden wird, also mit Asche. Aber wir wissen jetzt, dass wir hin dürfen. Das ist sehr gut zu wissen. Und dann war die Polizei da, kam unsere Nachbarin auch noch was aus dem Haus zurück mit Polizei. Und die sahen uns und sagten, sofort weg hier. Wir sollen sofort, also richtig massiv. Und wir haben doch die Erlaubnis bekommen hier, ich wollte noch wässern, ich bin dann runter in den Garten, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen, dass ich noch in den Garten gegangen bin und habe wenigstens noch die Bewässerung angemacht, obwohl ja die ganzen Blätter schwarz sind. Aber es lebt alles wirklich noch gut, es liegt aber auch daran, dass, also wenn volle Lotte Sonne scheint, hätte das nicht noch gut ausgesehen, aber es scheint ja keine Sonne, ist ja alles zu. Und dann haben wir das auch so gemacht. Wir sind weg und haben dann vergessen, nach Eiern zu gucken. Aber ich glaube, die haben nicht mehr nach Eiern geguckt. Ich muss aber sagen, unsere Hühnchen waren sehr verängstigt und das hat mir dann auch sehr leid getan. Wir hatten den ganzen Koffer voller Gepäck wieder bis oben hin. Wir werden morgen wieder hinfahren, werden Käfige kaufen. Ich nehme die beiden mit, weil auch jetzt die Ascheschicht immer dicker wird. Die werden irgendwann dann überhaupt nicht mehr richtig laufen können. Es ist alles schwarz. Hier in Casa Corte kommt es auch vermehrt runter.
Die Situation ist schon nach wie vor dramatisch. Das habe ich gelesen. Ich kann immer nur sagen, was man so immer hört, dass ja, der Druck immer noch ziemlich groß ist, dass jetzt sich der Boden immer noch um 30 cm erhöht hat und auch der Vulkan. Ja, es war die Speicherkarte voll. Ja, ich habe gelesen, dass also schon eine seriöse Quelle, dass der Boden sich um 30 cm mittlerweile schon wieder angehoben hat. Jetzt soll auch weniger Lava rauskommen aus dem Vulkan. Das heißt, es könnte sein, dass mehr von unten kommt, als rauskommt. Dann baut sich wieder ein Druck, neuer Druck auf und dann könnte es sein, dass ein zweiter Vulkan kommt, explodiert, also rauskommt. Ja, das ist die Frage jetzt, wo, das stand da jetzt nirgends, das ist jetzt so meine Befürchtung da, wo vielleicht vorher schon der Druck war, und das war bei Jedi und das ist über uns. Ja, ich habe meine Sachen alle wieder mitgenommen, ich wollte eigentlich nicht alles Gepäck wieder mit hierher nehmen, steht hier nur im Weg rum, das Apartment hat 32 Quadratmeter, ging, ich habe aber alles wieder mitgenommen. So, und jetzt würden wir gerne die Hühner, morgen holen wir die Hühner. Wir fahren nochmal hin, wir werden auch nochmal durchkommen und holen die Hühner und ich möchte sie hier nicht im Käfig auf der Terrasse stehen haben. Deswegen, wenn jemanden kennt, wenn einer aus La Palma zuschaut, der vielleicht zwei ganz liebenswerte Hühnchen aufnehmen würde, am liebsten vorläufig, dass wir sie vielleicht doch wieder zu uns nehmen können, wenn es möglich ist. Oder vielleicht auch ganz, wenn es nicht möglich ist. Zwei, die nur sich bisher an Hühner kennengelernt haben und uns. Und die also auch jetzt nicht gleich in so eine große Gruppe reinkommen können. Also die entweder zu zweit gehalten werden sogar oder dann langsam in so eine Gruppe integriert werden, die Freigang brauchen. Es muss nicht absoluter Auslauf sein, wie bei uns, wo sie ganz frei waren, bis aufs Gemüse. Es langt auch ein Auslauf, ein bisschen größerer. Bitte bei mir melden. Ich werde das jetzt so machen, das ist jetzt das Beste für sie. Und dass sie irgendwo angstfrei untergebracht sind, denn die waren schon sehr verängstigt, als wir kamen. Und wenn die da in Angst leben und dann auch die Schicht immer höher wird, dann ist nicht damit getan, ihnen immer nur Wasser und Futter zu bringen. Und wir wissen auch nicht, ob wir das weiterhin machen können und was weiterhin passiert. Also es wäre nett, wenn jemand was weiß, einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Den Hühnern geht's gut, so sieht das jetzt aus. Alles eine dicke, schwarze Schicht. Das Wasser war leider, zum Glück haben wir noch einen geschlossenen Behälter mit Wasser, da war sogar noch was drin. Alles, was wir sonst mit Wasser aufgefüllt haben, war schwarz jetzt. Hier ist eine einzige schwarze, dicke Schicht hier drauf. Eine dicke, schwarze Schicht. Alles schwarz. Alles schwarz. Alles schwarz. Man kann ihn hören, den Teufel. Hier sieht man, dass nicht so viel hingekommen ist. Hier muss man. Also es lebt noch was, wenn ich das sehe, aber es ist ja alles. Hier kommt kein Licht mehr rein in meine Anzucht. Die leben sogar noch, aber ich muss die ja irgendwo hinstellen. Ach, den Sonnenschirm habe ich vergessen zuzumachen. Ja, ich höre jetzt mal auf. Ich habe nicht so viel Speicher hier jetzt mehr an meinem Handy. So sieht es hier aus. Ich wässere jetzt. Aber bis wir hier wieder hin können, das wird noch dauern.